Hinti, jetzt läuft es auch schon mit dem Fuß, nicht nur mit dem Kopf, Tore schießen, Freistoß. Hast du letztens noch ein bisschen geübt, ne? Ja, letzte Woche viel geübt mit Dominik Kohan, Danny da Costa. Ja, hat jetzt mal gepasst, war leider nur ein Freundschaftsspiel, aber ist schon mal gut, dass das Freistoß ja auch klappt. Das stimmt. Generell, wie siehst du, ihr seid jetzt ja nach dieser Pause dann wieder eine Woche richtig im Training, habt viel trainiert letzte Woche mit dem Testspiel. Wie siehst du bisher diese Tage? Optimal, das Training ist wirklich gut, die Läufe passen gut, die Ausdauer ist, glaube ich, von jedem sehr gut. Das Training ist optimal auf uns abgestimmt. Mit dem Spiel hat man gesehen, dass auch taktisch einiges sehr gut funktioniert. Und jetzt haben wir noch eine Woche und dann ist es schon quasi vorbei, weil es zu den Länderspielen geht. Und jetzt nochmal gut Arbeit nehmen. Vor allem denke ich im taktischen Bereich Ausdauer noch ein bisschen mitnehmen und dann sollten wir gut vorbereitet sein. Wie fühlst du dich persönlich? Du hast jetzt schon erstmal über das Team gesprochen. Wie geht's dir? Ja, also ich kann körperlich schon noch zulegen. Das ist, glaube ich, klar, aber das ist bei mir immer so. Dann taktisch kenne ich natürlich ganz genau, was wir wollen, was wir brauchen. Da finde ich, da läuft es bei mir gut. Offensiv mit Tore schießen ist natürlich für mich wieder ganz wichtiges Thema, weil ich möchte da schon anschließen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Ja, das nehme ich mir vor, da genauso dran zu bleiben wie letztes Jahr. Und ja, zwei Sachen muss ich noch extrem dran arbeiten bei mir und dann wird es eine Top-Saison werden. Das hört sich gut an. Merkt man das, dass jetzt der Kader eigentlich so größtenteils zusammengeblieben ist? Klar gab es ein paar Veränderungen, ein paar Spiele haben ihre Karriere beendet. Ragnar ist dazugekommen, Steven Zuber ist dazugekommen. Aber generell merkt man das so, dass ein bisschen, ja, dass der Großteil einfach zusammen und dass viele Rädchen schon greifen? Ja, es ist schwer. Es sind doch sehr wichtige Spieler weggefallen, vor allem in der Kabine. Das, was auch extrem wichtig ist, Kelson Fernandes war mit sicherlich der wichtigste Spieler auf und neben dem Platz. Marco Rus natürlich auch für mich extrem wichtig als Verteidiger. Und das tut schon weh. Mit Steve haben wir einen Top-Neuzugang bekommen, der richtig wichtige Elemente in unser Spiel bringt. Mit dem Ragnar, absolute Waffe vorne. Das, was uns letztes Jahr gefehlt hat, er bringt die Sachen mit, was uns sicher stärker machen werden, was uns oft gefehlt haben letzte Saison. Und grundsätzlich, ja, wir haben uns schnell eingefunden. Die Eingewöhnungszeit hat ganz kurz gedauert. Perfekt. Wir sind erst eine Woche eigentlich so richtig zusammen, jetzt mit Vorbereitung. Aber es fühlt sich an, als wären wir schon länger in der Vorbereitung. Und das ist, denke ich, gut. Danke dir, Hinti. Viel Erfolg weiterhin. Danke.